So, liebe, na, noch mal kurz zurück, den Start hier auch über GoToWebinar gemacht. Ja, damit von meiner Seite her heute noch ein zweites Mal hier live auf Sendung. Heute mit einem ganz anderen Thema, anders als in dem Morning Briefing, was es jeden Morgen um 8.30 Uhr mit mir auch bei Tickmill direkt gibt. Heute schauen wir zusammen mit dem Frank Eschmann auf das, was er beim letzten Mal auch schon angefangen hat, das Thema strategisches Handeln mit dem Stereo Trader. Fragen natürlich wie immer gern hier unsere Zuschauer auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Die können ganz einfach die Chatfunktionen nutzen, um Fragen zu stellen, die leite ich dann direkt auch an den Frank Eschmann weiter. Der wird wie beim letzten Mal auch durch das Thema führen. Frank, bevor ich zu dir rüberschalte, mache ich ganz kurz noch einen kleinen Blick auf den Risikohinweis. Das kennen unsere Zuschauer ja auch schon. Das ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs, der kann hier zu Verlusten führen. Und damit würde ich sagen, mache ich jetzt gleich mal die Schalte zu dir. Kurzen Augenblick, ich gebe dir mal die Moderatorenrolle und dann können wir direkt auch deinen Bildschirm hier bei Facebook und auch im GoToWebinar-Stream mit haben. Und wie schon gesagt, heute wird hier live gestreamt über Facebook. Von der Seite her bitte auch direkt das Ganze mit zur Möglichkeit nehmen, hier entsprechend die Fragen zu stellen. Frank, ich würde sagen, ich übergebe dir das Wort, die Führung und leg einfach los. Jawohl. Vielen Dank, Mike, für die schöne Einführung und herzlich willkommen alle Teilnehmer, alle Strategen zur Einführung ins strategische Trading Teil 2. Letzte Woche haben wir ja bereits begonnen mit dem Thema ATR, ja, ein wichtiges Thema. Im strategischen Handel, aber auch allgemein im Trading spielt ja die ATR eine wichtige Rolle. Heute gehen wir nochmal vertiefend in das Thema Grid- und Cluster-Trading, was ja letzte Woche bereits auch schon angesprochen wurde. Und wir wollen hier einfach mal ein paar Vorurteile aus dem Weg räumen. Das heißt, ich habe unter anderem auch mal einen kleinen Live-Trade von gestern mitgebracht und zeige euch hier mal ein bisschen was. Und am Ende sprechen wir noch explizit über das Thema Cluster Trading, eine Innovation des Stereo Traders 2.5, den es ja noch nicht ganz so lange gibt, also diese Version. Und hier können wir eben mit Hilfe der verschiedenen Cluster können wir quasi mit dem Stereo Trader hier strategisches Trading in etablierte Handelssysteme integrieren und so unser Trading eben optimieren und verbessern. Ja, nochmal kurz meine Vorstellung, wer den ersten Teil letzte Woche nicht gesehen hat. Mein Name ist Frank Eschmann, bin 1976 geboren, im Börsenhandel aktiv seit 2008. Stereo Trader Trading seit 2018, da bin ich also quasi auf den Stereo Trader aufmerksam geworden und handle seitdem eigentlich hauptsächlich nur noch mit den strategischen Orders, habe mich quasi hierauf spezialisiert nach den anderen bekannten Trading-Techniken, die es ja bekanntermaßen gibt. Bin ich jetzt also verstärkt im strategischen Trading unterwegs, habe hier eigene Setups, eigene Strategien entwickelt und coache diese eben auch seit 2019, also seit letzten Dezember. Ja, wer meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, würde ich mich natürlich auch freuen hier über neue Abonnenten, denn hier gebe ich natürlich auch weitere Tipps zum Thema strategisches Trading und da sind immer wieder neue Videos zum Thema auch Seasonal Tradings oder Analysen. Da würde ich mich natürlich auch über neue Abonnenten freuen. Ja, letzte Woche hatten wir die Bedeutung der ATR im strategischen Trading. Das ganze Video könnt ihr dann entweder bei YouTube auf dem Tickmill-Kanal sehen oder eben auf meinem Blog hier devisen-handeln.org. Hier werde ich alle Folgen chronologisch nacheinander einbauen und dann könnt ihr hier quasi alle auf einen Blick haben oder dann eben auf dem YouTube-Kanal von Tickmill, wer berufstätig ist und das dann nicht sehen kann, der kann das natürlich dann bequem nachschauen und natürlich, wenn euch die Serie gefällt mit dem strategischen Trading, auch einen kleinen Daumen nach oben da lassen, dass wir wissen, dass diese Reihe euch auch gefällt und dass hier gute Informationen transportiert wurden. Ja, steigen wir noch mal kurz ein in das Thema, was wir auch letzte Woche schon bereits angesprochen hatten. Was hat es mit dem strategischen Trading auf sich?
Prinzipiell ist es also so, dass wir hier mithilfe der strategischen Orders einzelne Kontrakte aufsplitten. Das heißt, wir haben zum Beispiel statt einmal 10 Kontrakte handeln wir 10x1 Kontrakte mit oder ohne Progression und erreichen dadurch, dass wir eben unser Risiko auf eine größere Fläche aufsplitten. Hier ist mal ein Beispiel im DAX. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir jetzt hier den klassischen 10-Punkte-Stop mit 10 Kontrakten und auf der rechten Seite haben wir hier dieses Stereo-Trader-spezifische Preset 5x ATR durch 3 und da, das heißt, hier werden quasi die 10 Kontrakte aufgesplittet nach einem Drittel der ATR und dann wird der Stop-Loss relativ zu diesem Grid unter dem Grid platziert. Somit haben wir eine größere Clusterzone zur Verfügung, innerhalb derer der Markt sich eben zu unseren Gunsten bewegen kann, zu unseren Gunsten entscheiden kann. Und wir sind hier eben deutlich flexibler mit unserer Ausführung. Das heißt, wir können zwischendrin Teilverkäufe machen. Wir können versuchen, den Trade Break-Even zu stellen, als wir das jetzt hier auf der linken Seite beispielsweise sind, wo dann eben, ja, wo es eben drum geht, hopp oder top. Entweder der Trade prallt exakt von dieser Marke ab oder aber wir laufen in den Stop und von daher mag ich eben sehr diese Form des strategischen Ansatzes. Die Vor- und Nachteile sind, wir haben eben beim strategischen Trading keinen punktgenauen Einstieg mehr nötig, sondern eben eine größere Clusterzone und das ist eben der große Vorteil. Die Grid Orders, die wir hier sehen, sind alle miteinander verkettet, wenn man das möchte, und mit einer Limit Pullback versehen, wie wir es auch gleich in dem kleinen Live Trade noch sehen werden, den ich euch mitgebracht habe von gestern. Die Limit Pullback Order ist ja eine Stereo Trader spezifische Funktion, mit denen vielleicht jetzt noch nicht alle in Berührung gekommen sind, die den Stereo Trader noch nicht kennen, aber die besagt eben, dass wir hier nicht wie bei einer normalen Limit Order gefillt werden, sondern dass die Order erstmal durchgezogen wird, mitgezogen wird bei einem Spike zumindest, bis der Markt eine gewisse Distanz, die wir frei wählen können, retraced und dann werden wir erst in den Markt quasi eingebucht, wenn diese gewünschte Limit-Pullback-Distanz erreicht ist. Dabei muss man, wenn man das ganze System, das natürlich insgesamt ein sehr schönes System ist, muss man dann in der Praxis aufpassen, wenn man das dann anwendet, dass wir nicht mit dem Take-Profit arbeiten, da hier es häufig vorkommt, dass die kleinen Positionen, also die ersten Positionen, die eben getriggert werden, die ausgelöst werden, dass die eben häufig im Gewinn landen und größere Positionen, dass die dann mal im Verlust landen. Und da können wir eben folgende Gegenmaßnahmen ergreifen. Nämlich der Stereo Trader bietet hier die Funktion des Auto-Exit in Prozent. Das heißt, wir sind in dem Moment unabhängig von einem Take-Profit in Punkten, der ja immer in Punkten und absolut dasteht. Wir können eine Trailing-Routine auswählen, das heißt, der Stereo-Trader trailt ab einer gewissen Spanne, die der Trade im Gewinn ist, trailt er dann dem Markt hinterher. Ja, oder wir können dann auch noch, oder wir sollten dann auch noch versuchen, möglichst Positionen in den Trend hinein aufzustocken. Das wäre immer unser realisiertes CAV möglichst einhalten. Das heißt, wenn wir jetzt uns ein Kontingent von 10 Kontrakten auferlegen, wo wir sagen, das können wir mit unserem Konto handeln, das ist eine mögliche Zahl an Kontrakten, die unser Konto verkraftet, die unser Risikomanagement verkraftet. Wenn dann 5 Kontrakte abgeholt werden von so einem Grid, dass wir dann möglichst versuchen, 5, das wird natürlich nicht immer klappen, das sieht in der Theorie natürlich schön aus, aber dass wir ungefähr versuchen, unser realisiertes CAV nicht komplett auszuhebeln, ist es bei solchen Grid-Systemen eben anzuraten, dass wir versuchen, unser angepeiltes Kontraktziel dann letzten Endes auch in einen Trend hinein aufzustocken. Hier seht ihr das mal anhand des Screenshots. Wenn wir hier also ein Grid aufgelegt haben, laufen hier runter. Jetzt habe ich mal nur beispielsweise diesen Take-Profit hier in den Markt gelegt, im Abstand von 20 Punkten. Aber dieser Take-Profit bleibt natürlich immer an dieser Position stehen. Das heißt, an der ersten gefilten Position, der ist immer absolut und fix. Und was passiert jetzt, wenn der Markt hier runterkommt, verschiebt sich unser Break-Even ja immer weiter nach unten. Je mehr Orders wir hier auslösen, je mehr Limits wir hier einsammeln, das heißt, der Markt müsste, um den Take-Profit zu erreichen, eine immer größere Strecke zurücklegen. Ja, und diesem Problem können wir ganz einfach begegnen, indem wir hier zum Beispiel mit der
Auto-Exit-Funktion arbeiten, wo wir einen prozentualen Gewinn einstellen können. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier runterkommt und generiert uns 0,5% Gewinn oder 1%, wie auch immer, das kommt dann eben auf die jeweils festgelegte Grid-Größe an, dass dann eben der Trade aus dem Markt genommen wird. Somit sind wir dann unabhängig von dem absoluten Abstand zum Take-Profit. Eine weitere Möglichkeit ist es auch noch, dass wir hier unter der Auto-Exit-Funktion die Max-Kapital-Funktion auswählen können. Was bedeutet das? Das heißt, wenn wir jetzt ein Konto haben, das steht beispielsweise bei 2.300 Euro und wir sagen, okay, bei 2.400 Euro möchte ich die Position glattgestellt haben, dann trage ich diese Summe hier ein, drücke auf Max Kapital bzw. aktiviere diese Funktion und wenn der Markt dann eben hier runterläuft und retraced und wir haben in der Balance unser gewünschtes Kursziel, unseren gewünschten Kontostand sozusagen erreicht, die 2.400 Euro, dann werden die Positionen glattgestellt und wiederum sind wir unabhängig von dem absoluten Take-Profit-Abstand. Die weitere Möglichkeit oder die dritte Möglichkeit, die ich euch eben ja auch gesagt habe, ist hier die Funktionsweise mit den verschiedenen Trailing-Routinen und da bietet der Stereo-Trader ja einiges auch an Auswahl, den wir hier mal sehen. Also wir haben hier Straight, PLH Peak, PLH Close, Pryx, Pryx Plus. Wir können sogar nach SMAs und EMAs hinterher trailen. Also da bietet der Stereo-Trader sehr, sehr viele Funktionen, die dann in dem Fall natürlich besser sind, sage ich mal, als die Gewinnmitnahme mit einem Take-Profit aus dem genannten Grund, da eben der Take-Profit immer an der fixen Stelle stehen bleibt. Das heißt, der Take-Profit ist eigentlich am besten geeignet für Trading mit fixen CRV-Zielen, während wir ja hier im dynamischen Grid-Trading, sage ich mal, dynamische Kursziele auch haben und ein bisschen flexibler in der Handhabung sind, was unser Gewinn- und Verlustmanagement betrifft. Ja, jetzt kommen wir mal zu gängigen Vorurteilen. Der kleine Hund hier, der guckt eben so, wie viele Trader gucken oder Trading-Anfänger oder eben Leute, die schon bereits Erfahrungen gemacht haben mit Grid-Systemen. Dann kommen Schlagworte wie verbilligen, Martingale, Nachkaufen im Verlust, Pyramidensystem. Das sind eben solche gängigen Vorurteile oder Stereotype, die hier eben oftmals in den Raum geworfen werden. Warum? Kann man auch den Leuten nicht verübeln, denn mit solchen Systemen wird natürlich auch häufig Schindluder getrieben, beziehungsweise werden solche Systeme falsch angewandt oder mit falschen Handelsplattformen, falschen Funktionen oder einfach eben ja missbräuchlich angewendet, kann man sagen. Das kennt man hauptsächlich auch aus dem Forex-Bereich, wo es ja eben viele Signalanbieter dann gibt, denen man dann folgen kann und die haben eine wunderschöne Equity Kurve von links oben nach rechts oben, wo dann eben immer die Gewinne realisiert werden, aber die Verluste einfach laufen gelassen werden und lauter solche Systeme. Und damit hat natürlich der ein oder andere Trading-Anfänger oder Trader schon wahrscheinlich die Erfahrung gemacht und dann ist das Konto natürlich ja früher oder später hinüber, da man dann auf so ein System reingefallen ist. Gehen hier dann erstmal alle Warnblinkanlagen an, wenn man solche Systeme sieht und dann werden eben solche Schlagworte in den Raum geworfen, wobei man natürlich hier deutlich differenzieren muss zwischen diesen Systemen und man muss sie einfach schlichtweg richtig anwenden und das ist nicht anders wie mit anderen Systemen. Ich kann auch sagen, ich kaufe jeden Tag am POC und dann sage ich, ich mache Volumetrading, dann werde ich auch massive Verluste erleiden. Und dann kann ich im Nachhinein nicht sagen, Volumetrading ist schrecklich, ja, sondern man muss es halt jedes Handelssystem, egal ob das jetzt das strategische Grid-Trading ist, ob es das Volumetrading ist, ob es das Trading nach Markttechnik ist, muss man jedes System sich ausarbeiten, durchdenken und eben auch richtig anwenden und mit einem Risiko- und Money-Management versehen, um dann hier eben Erfolge zu verbuchen und nicht einfach blindlings irgendwelchen Signalen folgen oder halt eben Dinge falsch anwenden, die dann unter einer tollen Überschrift stehen. Ja, kommen wir mal zu dem ersten Vorwurf, Martingale und Progression. Gerne steht ja der Vorwurf im Raum, das ist ein Martingale-System. Das ist aber ein kleiner Unterschied, denn wir haben hier zum Beispiel bei einer leichten Progression
haben wir den Faktor von 1,1 oder 1,2 zur vorherigen Position. Das heißt, wir haben hier nicht so eine krasse Steigerung des Zinseszinseffektes, während wir beim Margingeld immer also den Faktor 2 haben. Das heißt, jede Position wird im Vergleich zur vorherigen verdoppelt. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen nach kurzer Zeit. Wie ihr hier mal sehen könnt, das können wir anhand von Excel mal schnell simulieren. Wir haben hier ein Progressionsmodell mit dem Faktor 1,2 und landen dann hier nach 12 Limits bei 32 Kontrakten. Auf der anderen Seite haben wir ein echtes Martingale-System. Das heißt, jede Position wird verdoppelt im Vergleich zur vorherigen. Und dann landen wir nach 12 Limits landen wir dann bei 2047 Kontrakten. Und das ist zweifelsohne für jedes Konto das sichere Todesurteil, das sichere Aus. Aber man muss sich eben über diese Geschichten bewusst sein, um sie dann eben sinnvoll auch einzusetzen. Und hier auf der Seite nochmal ein kleines Progressionsmodell mit gleicher Kontraktzahl. Das heißt, wir haben hier auf der Seite 16 Kontrakte und auf der Martingale-Seite haben wir auch nur 15 Kontrakte. Das heißt, wir haben hier, wenn wir sagen, wir haben unser Kontingent von 16 Kontrakten, dann haben wir das auf der Martingale-Seite. Obwohl wir das böse Martingale-System nutzen, haben wir unser Risikomanagement nicht überstrapaziert. Wir haben es halt einfach nur auf weniger Limits verteilt als auf dieser Seite. Das ist quasi ja einfach eine Sache, der man sich erstmal bewusst sein muss, wenn man anfängt, mit diesen Progressionsstufen zu arbeiten, denn die Progressionsstufen haben verschiedene Vorteile und Nachteile. Die Progression oder mit leichter Progression zu arbeiten, hat natürlich den Vorteil, dass man stets näher an seinem Break-Even arbeitet, wie ihr auch gleich sehen werdet, und somit schneller wieder im Gewinn ist bei einem kleinen Rücksetzer. Je höher die Progressionsstufe ist, desto eher ist man natürlich wieder im Gewinn. Wenn ich linear meine Position aufbaue, brauche ich natürlich umso länger, bis ich wieder mit meinem Trade auf Break-Even bin. Martingale ist natürlich nicht zu Unrecht unter einem schlechten Ruf, da dieses System natürlich nur über sehr kurze Distanz durchzuhalten ist, wenn man es nicht mit einem Risikomanagement versieht. Denn wie ihr eben auch anhand der Excel-Tabelle gesehen habt, 2000 Kontrakte, das wird sich außer Warren Buffett wahrscheinlich nicht mal der leisten können. Und damit ist dann mit so einem System das Konto natürlich schnell hinüber. Es kommt halt immer auf die Gesamtkontraktzahl an, für die man sich entscheidet. Und das Ganze habe ich euch jetzt mal auch ein kleines Live-Trading-Video von gestern mitgebracht, um das Ganze mal zu demonstrieren. Und das spiele ich jetzt mal ab. Wir haben hier also Progression, Martingale versus Martingale im direkten Vergleich. Ja, und wir sehen jetzt, also es ist jetzt auf demselben Bildschirm wie die PowerPoint-Präsentation. Okay, weil ich habe jetzt das Video quasi drüber gelegt über die Präsentation. Nee, also das Video ist jetzt auf demselben Monitor wie die Präsentation vorher. Was auf demselben Monitor? Ja. Okay, warte mal, vielleicht, ich mache mal die Präsentation aus. Seht ihr jetzt das Video? Immer noch, die habe ich jetzt ausgeschaltet. Ach so, okay, warte mal. Dann muss ich hier nochmal Bildschirm übertragen. Also seht ihr jetzt das Video? Progression. Ja, okay, alles klar. Das ist die Hauptsache. Tut mir leid, aber ja, sowas kann mal vorkommen. Jedenfalls habe ich hier.
Super, ich danke dir für den Hinweis, ja. Ja, wie gesagt, gestern ein kleines Live-Trading-Video mal aufgenommen, um euch das Ganze zu visualisieren oder live eben im Markt zu zeigen, denn das kann man natürlich immer schlecht simulieren oder schlecht theoretisch darstellen. Daher jetzt mal ja, ein Simultanvergleich im DAX. Und wie gesagt, auf der linken Seite mal eine kleine Progressionsorder. Was habe ich hier gemacht? Auf beiden Seiten sechs Kontrakte. Und ja, die habe ich eben verteilt hier einfach mal auf der Seite, hier auf der linken Seite hier mit 8 Limits und einer Progression von 1,2 und auf der rechten Seite hier ein echtes Margin-Geldsystem. Das heißt, immer die Verdoppelung im Vergleich zur vorherigen Position. Die Gesamtkontraktzahl ist allerdings bei 6. Und ganz wichtig auch, der BE-Schutz liegt bei 10 Punkten. Das bedeutet, sobald unser Trade 10 Punkte im Gewinn ist, soll eben der Stereo-Trader den Gewinn absichern. Und das können wir jetzt uns mal ansehen, wie es hier weitergeht. Und ich kann mal was trinken. Und ihr seht die Limit Pullback Order in Action. Er hat jetzt hier auf der rechten Seite, ich zeige es nochmal kurz, gehe nochmal kurz zurück. Moment, hier, wie schön er die Order mitzieht und dann wird sie gefilled. Und jetzt beobachtet mal, wie sich quasi die Balance verhält hier. Ja. Wir sind jetzt quasi auf der linken Seite noch im Minus, während wir auf der rechten Seite schon im Plus sind. Gleichzeitig müssen wir natürlich aber auch den Stop-Abstand beachten. Das heißt, wir sind natürlich auf der rechten Seite, wo wir eine höhere Progression gewählt haben, sind wir natürlich viel näher an unserem Stop-Loss dran und können folglich auch viel schneller ausgestoppt werden. Jetzt müsst ihr gut auf den Stop achten. Was passiert mit dem Stop? Auf beiden Seiten. Zack. Ja, ihr seht, auf der rechten Seite ist unser Trade bereits Break-Even abgesichert, während er auf der linken Seite ja noch quasi im Risiko ist oder außerhalb unseres Risikopuffers. Jetzt habe ich den Trail eingeschaltet, den Straighten Trail, um quasi hier die Gewinne abzusichern. Ja, das Ganze soll euch nur mal jetzt quasi live veranschaulichen, wie man eben mit verschiedenen Progressionsstufen arbeiten kann und welche Auswirkungen das hat. Und auch die ganzen Vor- und Nachteile visualisieren. Das heißt, mit einem größeren Grid und einer kleineren Progression haben wir natürlich einen weiteren Stop, aber eine größere Clusterzone, innerhalb derer der Markt drehen kann. Mit einer aggressiveren Progressionsstufe sind wir unter Umständen natürlich schneller im Gewinn, haben allerdings auch wieder dann ein engeres Grid, beziehungsweise haben natürlich auch wieder das höhere Risiko, ausgestoppt zu werden in einem laufenden Trade. So, dann geht es jetzt wieder weiter hier mit der PowerPoint-Präsentation. Jetzt nochmal die Frage, kann man jetzt die PowerPoint wieder sehen oder muss ich nochmal was umstellen? Alles gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also nochmal quasi hier visualisiert bzw. aufgeschlüsselt. Wir haben hier im aggressiveren Martingale-System, man kann natürlich auch andere Progressionsstufen wählen. Man kann ja sogar über Martingale hinausgehen. Ja, also experimentellerweise, bitte macht das niemals im Live-Konto, sondern einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was passiert. Ihr könnt ja sogar die Kontrakte dann ja verdreifachen. Ist natürlich klar, dass man dann schneller immer an seinem Break-Even tradet, aber das hat natürlich auch gravierende Nachteile, dass man dann eben mit einer sehr kleinen Position anfängt und unten dann eine riesige Position hat. Also macht in der Realität keinen Sinn. Nur ist es ganz sinnvoll, das Ganze mal ja, live auszuprobieren, um ein Gefühl für das strategische Trading allgemein zu bekommen und um eben die Progressionsstufen rauszufinden, mit denen man sich beim Trading am wohlsten fühlt und mit dem man die besten Ergebnisse hat. Es gibt ja auch viele Backtester, also mit dem MT4. Den könnt ihr ja auch bei Tickmill da auch nutzen. Habt ihr ja auch die Möglichkeit, hier Backtests anzustellen und dann mal eine Strategie mit verschiedenen Progressionsstufen durchzutesten und dann die zu nehmen, mit denen ihr eben die besten Ergebnisse habt. Ja, das sind alles so Tricks und Kniffe, die man dann eben mal anwenden kann. Letzten Endes ist es eben so,
dass wir am Ende des Grids, sage ich mal, oder am Ende der Progression auf unsere Gesamtkontraktzahl kommen sollten, um unser Risiko nicht zu überhebeln. Der weitere Vorwurf, der eben dann hier oft im Raum steht, das wäre ja verbilligen. Das hatte ich auch schon unter einem meiner YouTube-Videos. Ja, das ist einfach verbilligen. Aber das ist natürlich von Leuten, die einfach nur kurz die Oberfläche sehen und nicht sich genauer Gedanken machen, was da für ein System dahinter steckt. Verbilligen gibt es natürlich auch. Aber das setzt ja eigentlich erst ein, wenn ich im Verlust nachkaufe, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Das heißt, ich setze mir ein Kontingent von 10 Kontrakten und übersteigt das aber massiv. Das heißt, ich setze mir hier gestaffelte Einstiege, 10 Kontrakte, A2 Kontrakte und nehmen wir mal an, der Markt kommt jetzt hier runter und ich sage, ich gehe jetzt mal mit dem ersten Einstieg gehe ich hier mal long, ja. Dann kommt der Markt runter und ich gebe noch eine zweite Limit rein. Jetzt habe ich schon 4 Kontrakte, dann habe ich 6 Kontrakte, dann fällt der Markt weiter, dann habe ich 8 Kontrakte und der Markt fällt weiter und ich kaufe einfach immer weiter rein. Und jetzt kommt hier schon der 12., 2, 4, 6, 8, 10. Jetzt kommen hier schon 12, weil ich einfach den Verlust nicht realisieren will oder weil ich einfach nicht wahrhaben will, dass der Markt überhaupt gar nicht zu meinen Gunsten drehen will. Ja, und dann setze ich mal den Stop am besten auch noch weg und kommt dann noch ein Kontrakt dazu oder noch ein Kontingent dazu und am Ende habe ich eben viel zu viele Kontrakte und das ist eben das gefährliche Verbilligungssystem, in dem man eben sein Risikomanagement komplett aushebelt, ohne Rücksicht auf Verluste, einfach immer weiter nach unten durchkauft das hat eben dann den Margin Call unweigerlich zur Folge, wenn man sein Risikosystem mit so einem Grid eben ohne Sinn und Verstand aushebelt. Und das ganze System, was ich euch jetzt gezeigt habe, das können wir eben auch noch mit der Trade-BE-Linie, die es im Stereo Trader gibt, können wir hier eben auch noch besser visualisieren. Und denn die Trade-BE-Linie, die zeigt uns immer an, wo wir genau mit unserer Gesamtposition stehen. Das heißt, ich zeige euch das mal kurz hier, wie ich es auch gestern gemacht habe. Ja, wir bauen hier zum Beispiel jetzt mal 2 Kontrakte auf im Dow Jones. Dann habe ich wieder die schlechtere Position liquidiert, eben die hier oben lag, und habe hier quasi einen Teilgewinn realisiert. Und jetzt schaltet sich die Trade-BE-Linie ein und zeigt mir, wo ich eben mit meiner Gesamtposition im Gewinn liege. Ja, das ist eben genau, um dieses Beispiel mit dem Verbilligen besser zu visualisieren, ist das eine tolle Innovation im Stereo Trader, was hier also quasi so eine Hilfestellung ist, um solche Grid-Geschichten auch besser managen zu können. Und dann kann ich natürlich sagen, ich setze meinen Stop-Loss hier kurz über die Trade-BE-Linie. Wenn jetzt die obere Position ausgestoppt wird, habe ich zwar mit dieser einen Verlust gemacht, aber ich bin immer noch mit meiner Gesamtposition leicht im Gewinn. Und das ist eben hier mit dieser Trade-BE-Linie auch gemeint, die hier im Stereo Trader implementiert ist und die uns eben dabei hilft, solche Geschichten besser zu managen. Kommen wir mal zum Cluster-Trading. Und zwar, bevor wir jetzt live in den Markt reingehen oder in den Chart mal reingehen und ich euch ein bisschen im Cluster-Trading noch einige Sachen zeige, wie das dann in der Praxis aussieht, ist es so, dass wir quasi mithilfe des Cluster-Tradings, welches hier seit der Version 2.5 in den Stereo Trader implementiert ist, können wir unsere bisherigen Trading-Strategien verbessern, optimieren und ergänzen. Das heißt, wenn wir jetzt bereits eine Ausbildung haben im Bereich der Markttechnik oder Charttechnik, im Volumen-Trading oder im Seasonal-Trading, dann können wir hier mithilfe der Clusterzonen oder des Cluster-Tradings können wir diese Techniken verfeinern, verbessern oder ganz einfach unsere Performance optimieren, indem wir hier unser Risiko geschickter verteilen. Ja, und das ist eben, was wir hier zum Beispiel, wenn wir hier mal einen klassischen Chart im DAX sehen und wir haben hier mal alles implementiert, was es so an Trading-Techniken gibt. Ich habe hier mal einen Trendkanal eingebaut. Ich weiß, schräge Linien sind immer für schräge Vögel, aber ich bin auch irgendwo ein schräger Vogel. Von daher mag ich auch irgendwo Trendkanäle. Ich habe ja früher nach der technischen Analyse eigentlich nur mit Trendlinien und Trendkanälen gearbeitet und bin jetzt natürlich hier so, dass wir auch
dieses System mit Clustern viel besser optimieren können. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, früher hätte ich gesagt, okay, wir brechen hier aus dem Trendkanal aus und gehen dann long beim Retest dieses Trendkanals. Und dann wird man natürlich hoffnungslos gegrillt, wenn man hier eine Einzelorder reinlegt. Aber wenn ich jetzt sage, ich lege mir hier so ein Cluster-Grid bis an die runde Marke hier unten beispielsweise und sage mir hier, leg mir hier ein Grid auf über, was weiß ich, was das dann sind, 100 Punkte oder so. Und dann komme ich ja innerhalb dieses Clusters zumindest mal Break-Even wieder aus dem Trade raus und kann dann somit mein bisheriges System, was ich fahre, kann ich mithilfe der Cluster optimieren. Auch im Volumen-Trading, wenn ich sage, ich gucke jetzt in der Range-Phase, gucke ich immer, dass ich am Value-Area-Low kaufe und am Value-Area-High eher verkaufe. Dann kann ich ebenfalls das Cluster-System dazu nutzen, kann mir hier eben mit der strategischen Order ein vorab definiertes Cluster zusammenbauen und kann dann sagen, ich möchte hier immer oben, wenn wir innerhalb einer Seitwärtsphase sind, am Value Area High ein Sell-Cluster auflegen lassen und unten ein Buy-Cluster. Nur mal so als Beispiel, was ihr eben quasi mithilfe oder wie ihr quasi mithilfe der strategischen Orders und des Cluster-Tradings euer bisheriges Trading ein bisschen ergänzen könnt, ohne gleich alles über Bord werfen zu müssen. Man kann das strategische Trading zwar völlig autonom auch benutzen als eigenes System, was ich ja auch mache, aber man kann es natürlich auch ergänzen und in seine bisherigen Systeme implementieren, was ich eben extrem spannend und interessant finde und was dann die Möglichkeiten eben eröffnet, unglaublich kreativ zu sein in seiner Strategieentwicklung. Und was mich eben auch heute noch dazu bringt, ständig neue Strategieideen zu haben. Und die Innovationskraft hier von diesem System ist gigantisch. Und man kann hier eben auch viele neue Strategien bauen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Chart. Und ich zeige euch mal, wie wir verschiedene Clusterzonen und Clusterboxen mithilfe der Zeichentools, also des Cluster-Tools, des relativ neuen jetzt, wie wir das mal im Chart quasi implementieren können und wie ihr dann mal solche Systeme auch aufsetzen und auch ausprobieren könnt. Kann man jetzt ich muss jetzt erstmal nachfragen, kann man jetzt den Chart sehen hier, den DAX, den aktuellen? Warte mal. Also solange ich nichts höre, mache ich jetzt einfach mal weiter. Wenn hier Beschwerden aufkommen. Ja, kein Thema, okay, super, freut mich. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir sind hier im DAX und wir möchten hier ein Long Cluster mal aufsetzen und dann haben wir hier eben im strategischen Order Panel hier unten die Möglichkeit und sagen, wir geben hier mal ein Rechteck in den Markt, legen das erstmal hier rein und verschieben das mal an die Stelle, wo wir sagen, okay, wir möchten hier mal ein Long-Grid in den Markt legen. Warum? Der Markt ist einfach long. Jeder Dip wird im Moment quasi gekauft, trotz Vogelgrippe, trotz was weiß ich, was alles für Horrormeldungen mal unterwegs sind. Ja, dann nehmen wir der Einfachheit halber mal hier auf dem H1-Chart die 5-mal ATR durch 3. Das bedeutet, wir haben hier ein Drittel der ATR. Und das ist eben das Standard-Preset mal im Stereo-Trader, nur jetzt mal, um es vereinfacht zu präsentieren. Die erste Order soll eine Market-Trail-Order sein. Wir splitten unsere 6 Kontrakte auf, eben in 5 einzelne Kontrakte beziehungsweise 6 Kontrakte und aktivieren dann mal das Cluster-Trading hier. Und Moment. Und dann ist mir das... Moment, auch mal, nochmal. So, jetzt, na, es hing etwas. Wir legen hier nochmal eine Box rein. Also dort quasi, wo wir kaufen wollen. Sagen wir hier unten, wollen wir mal so ein Cluster auflegen. Das hat einfach den Vorteil, dass wir nicht stundenlang warten müssen. Ja, also... Das war ja vorher so, dass wir erstmal warten mussten, um dann eben ein Grid aufzulegen. Und jetzt können wir sagen, Grid, bitte leg mir ein Long Grid hier rein, drücken hier auf Aktivieren und jetzt sehen wir, das färbt sich grün. Und innerhalb dieses Clusters wird dann jetzt quasi unser vorab definiertes Grid, was wir hier eingestellt haben, in den Markt gelegt.
Wichtig hierbei jetzt für alle Cluster-Anfänger oder neue strategische Trader ist auch dieser kleine Button hier oben. Wenn ich hier auf H1 stelle, wenn ich jetzt im Stundenchart bin, dann wird dieses Cluster erst aktiviert, wenn wir einen Close, also einen H1-Close innerhalb dieses Clusters sehen. Wenn ich es auf Sekunden einstelle, dann wird es bei jedem Tick quasi wieder neu aktiviert, sobald der Stereo-Trader bzw. sobald der Markt eben hier innerhalb dieses Clusters ist. Das können wir hier mal auch simulieren. Seht ihr, und jetzt habe ich das einfach hier hochgeschoben und dann wird mal so ein Cluster simuliert, welches dann einfach ausgelöst wird, sobald eben der Markt innerhalb dieser Zone eintaucht. Ja, und jetzt ist es eben so, wir können hier natürlich verschiedene Routinen definieren. Das heißt, wir können sagen, stell mir den Trade auf Break-Even, nachdem wir 10 Punkte im Gewinn sind. Wir können sagen, trail mich straight hinterher, nachdem wir 15 Punkte im Gewinn sind. Ja, können wir auch sagen. Und das Grid haben wir, den Stop haben wir ja relativ zu unserem Grid platziert, sodass das eben der Stereo Trader automatisch für uns übernimmt. Ja, lösen wir das Ganze nochmal auf, denn wir haben hier noch eine weitere schöne Funktion und löschen die Clusterbox mal wieder. Denn was wir jetzt noch machen können, zum Beispiel, was auch eine sehr schöne Funktion ist, wir können ja zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt, also der Markt ist long, definitiv kann man ja jetzt so sagen, dass der Markt alles andere als short ist. Und ich möchte jetzt einfach hier erstmal ein Long Grid legen in den Markt und möchte das gehalten haben mit unseren Settings. Das heißt, der Stereo Trader rötelt jetzt unser Grid so lange durch. Das heißt, wir fangen jetzt jedes Mal von vorne wieder an, sobald wir hier entweder in unseren Take Profit laufen, beziehungsweise in unsere Gewinnroutine. Ich stelle jetzt mal 1% ein, sagen wir lieber 0,5. Ach Quatsch, ich bin ja hier bei Eigenkapital, deswegen habe ich gerade in der Zeile vertan. Hier oben muss ich das natürlich einstellen. So, stellen wir jetzt mal hier unseren Max-Gewinn ein beispielsweise. Und was passiert jetzt? Solange wir hier die Funktion halten aktiviert haben, sobald hier eben entweder unser Max-Gewinn von 0,5% der Balance erreicht wird oder sobald der Trade ausgestoppt wird, sei es durch den Trail oder durch den BE-Schutz oder durch den absoluten Stop-Loss, der hier unten liegt, wird ein neues Grid aufgelegt. Ja, das macht jetzt natürlich nur so lange Sinn, wie der Markt eben auch long ist. Ja, das heißt, solange wir hier oben irgendwo rumrödeln, macht es durchaus Sinn, immer wieder ein Long Grid aufzulegen, zweifelsohne. Aber wenn wir jetzt hier unten durchkacheln, dann wäre es vielleicht empfehlenswert, diese Halten-Funktion zu deaktivieren. Und dann können wir hier einfach eine Linie in den Markt legen und sagen, also ab hier ist der Markt alles andere als Long mehr. Hier wollen wir vielleicht eher dann Long Hold deaktivieren. Dann legen wir uns hier so eine Cluster-Linie in den Chart und wählen hier die entsprechende Funktion aus. Wir haben hier eine enorme Funktionsvielfalt. Wir haben Flat, wir haben Flat Long. Das heißt, wir werden dann alle Long-Positionen glatt stellen. Das gleiche für Short-Positionen. Reset ist dieselbe Funktion, die der Reset-Button auch hat. Ja, und wir können jetzt hier eben, würde ich dann eben wählen, zum Beispiel End Long Hold. Dann aktiviere ich das. Und wir sehen hier an der Beschriftung, anhalb dieser kleinen Beschriftung, End Long Hold wurde aktiviert. Das bedeutet, solange wir hier nicht diese Linie berühren, wird das Grid immer wieder neu aufgelegt. Sobald wir hier innerhalb diese Linie durchstoßen bzw. berühren, dann wird die Halten-Funktion deaktiviert und unser Grid wird noch einmal aufgelegt. Und nachdem wir
das nächste Mal entweder in den Take Profit oder in den Stop Loss gelaufen sind, ist das ganze Grid deaktiviert. Ja, das heißt, wir werden hier dann mit unserer Long-Idee nur als Beispiel mal und bitte auch nicht zwangsläufig nachtraden jetzt, sondern das ist alles nur zur Demonstration hier. Aber wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel, ich gehe flat, ja, wir haben jetzt einen kleinen Gewinn realisiert und da ich die Halten-Funktion aktiviert habe, wird das Grid ja immer wieder von vorne aufgelegt. Und das ist halt eine sehr schöne Funktion, auch mit der man viele verschiedene Automatismen durchspielen kann und die man zweifelsohne natürlich auch in mehreren Werten gleichzeitig in verschiedenen Charts anwenden kann. Und ich denke, ihr seht jetzt schon, welche Innovationskraft hier hinter dieser Funktion steckt. Und gerne. Und zwar haben wir zu dem Thema jetzt auch zwei Fragen bekommen, rund um das Praktische. Zwar ist die erste Frage, die haben wir schon mal in Wiederholung gehabt zum Thema RTR. Zum einen, welche RTR nimmst du? Frage war die Tages-RTR. Jetzt in dem Fall? Ja. Also das ist jetzt die Stunden-ATR, die 14D im Moment. Genau, also quasi immer die ATR auf der Zeiteinheit, die du dir gerade anschaust. Ja, also immer ist im Trading immer eine gefährliche Sache. Ich habe verschiedene Strategien, völlig verschiedene Strategien. Und da habe ich natürlich Varianzen. Das heißt, es gibt Strategien, dann nehme ich die Tages-ATR. Ja, also längere Swing-Trades dann natürlich auf der Tages-ATR. Aber im kürzeren Bereich, zum Beispiel ein kleines Range-System, mein Ping-Pong-System zum Beispiel, das handelt dann auf der 15-Minuten-ATR in den US-Märkten. Ja? Also da gibt es nichts mit immer oder, also das ist halt immer sehr individuell verschieden. Aber jetzt in dem Fall hier haben wir die Stunden-ATR, die 14D. Und wie ich das schon in der letzten Folge mal erklärt habe, hier werden eben die Shortkerzen gesondert berechnet, da sie ja in der Regel, da die Abverkäufe in der Regel von einer stärkeren Ausprägung sind als die Long-Kerzen, beziehungsweise die Bullen-Kerzen sind ja in der Regel kleiner. Und da macht es ja schon durchaus Sinn, die Long-Grids in einem größeren Abstand aufzulegen als die Short-Grids dann in so einem Aufwärtstrend, ja. Genau. Und das war quasi die Frage, ja. Ja. So, die zweite Frage lautet, gibt es denn auch die Möglichkeit, eine zeitliche Komponente einzubauen? Beispiel, man geht long, doch der Markt fällt schnell runter. Kann man dann sagen, dass es von den noch zu eröffnenden Orders ein Zeitabstand von mindestens 10 Minuten pro Order einzuhalten ist? Nein, nee. Also nicht, dass ich wüsste, von den noch zu eröffnen. Nee, das regelt aber in der Regel die Limit-Pullback-Funktion. Das heißt, wenn wir jetzt, also nehmen wir mal an, hier kommt jetzt ein schöner Tweet durch die Kanäle, ja, von unserem lieben Präsidenten, oder in China ist ein Sack Reis umgefallen, beziehungsweise die Vogelgrippe ist ausgebrochen, was auch immer, dann schmiert der Markt ja hier runter und dann muss ich, bevor ich das ganze Grid auflege, stelle ich einfach hier bei Limit Pullback Funktion ein höheres Limit Pullback Level ein. Da gehe ich zum Beispiel hier auf 10 Punkte. Und dann ist es eben so, wenn der hier jetzt runter durchschmiert, dann müsste er erstmal 10 Punkte retracen, um überhaupt die nächste Order auszulösen, solange alle Limits verkettet sind. Das heißt, ich würde euch auch immer empfehlen, alle Limits hier zu verketten. Ja, das ist ein sehr wichtiger Sicherheitsaspekt, sage ich mal. Das heißt, wenn jetzt ein Tweet kommt oder irgendeine Situation, die den Markt plötzlich nach unten durchsausen lässt, was passiert dann? Kann ich jetzt leider nicht simulieren, aber was passiert dann? Er schiebt quasi alle Limits, die noch nicht gefüllt sind, hier rüber weg und wir landen mit den 1,2 Kontrakten, die wir jetzt bereits gefüllt sind, im Stop. Die anderen werden erst gar nicht gefüllt. Ja, also das ist eben auch eine gigantische Sicherheitsfunktion im Stereo-Trader, die so keine andere Plattform hat, meines Wissens zumindest. Und weswegen halt auch die Grid-Systeme in anderen Plattformen nicht funktionieren, weil wenn dann so ein Tweet kommt, rasseln die bei anderen Plattformen natürlich alle, werden die alle aktiviert, alle ausgelöst, alle befehlt und landen dann alle im Stop. Während beim Stereo-Trader halt, der müsste hier schon sehr, sehr langsam runterklettern, sage ich mal, und immer wieder eine nach der anderen aktivieren. Und dann landen wir aber zwangsläufig ja meist auch schon wieder irgendwo auf Break-Even. Und das ist eben ein gigantischer Vorteil im Stereo-Trader. Also kurze Antwort eigentlich, regeln wir über die Limit-Pullback-Funktion
anstatt über die Zeit irgendwie hier einen Zeitversatz einzubauen. Genau, beziehungsweise der Dirk hat hier hinten dran im Chat noch geschrieben, ich kann den Dirk leider hier nicht jetzt reinnehmen auf diese Art und Weise, ich kann ihm zwar das Mikro geben, aber der Dirk hat hier dazu noch geschrieben, dass das ganze Thema über den Timeframe zu regeln ist. Der M15 beispielsweise öffnet ja nur alle 15 Minuten. Das hat er so mit reingeschrieben. Ja. Ja, genau, klar. Ah ja, gut, genau, klar. Also wenn ich jetzt auf, wenn ich auf H1 bin, natürlich, logisch, ich tunnel halt meistens auf Sekundenbasis, aber wenn ich hier jetzt das H1-Grid aufgelegt habe, dann wird das natürlich erst wieder aktiviert, wenn der nächste Stunden-Close sozusagen kommt. Ja, das stimmt natürlich auch. Gut. Weitere Fragen habe ich jetzt erstmal nicht. Das heißt, du hast wieder das Wort. Ich habe das Wort und bin eigentlich auch mit meiner Präsentation am Ende sozusagen, mit meinen Worten. Wir haben hier natürlich noch andere Cluster, beziehungsweise wir haben ja noch andere, ich kann die noch kurz zeigen, wir haben ja also auch noch einen Trendkanal, eine Trendkanalfunktion, aber es ist im Prinzip, hat dieselben Funktionalitäten. Wir können dann eben nur quasi mit anderen Formen, können wir quasi dieselben Funktionalitäten, die ich euch eben gezeigt habe, ausführen. Wir haben ja also quasi diese Trendkanalzone. Übrigens, wenn das mal hängt oder so, dann muss man hier, da kann der Herr Hilger hier mal noch nachbessern. Da können wir hier, müssen wir das so ein bisschen hier verschieben und verziehen, wenn das also nicht mehr anzugreifen ist. So zum Beispiel. Ja. Dann können wir hier also quasi dann auch so ein schräges Grid oder was auch immer, wenn ich jetzt sage, das ist mein Trendkanal und also ich arbeite nie mit diesem, weil das ist irgendwie so komisch hier. Da kann man hier so dann schön mitarbeiten. Aber wenn man jetzt sagt, ich will innerhalb dieses Trendkanals hier, keine Ahnung, immer short gehen oder was, und dann kann ich das hier eben so definieren als Trendkanal-Clusterzone und kann dann sagen, wir gehen hier einfach immer short. Und solange der dann sich innerhalb dieses Trendkanals aufhält, wird einfach immer wieder ein Short Grid aufgelegt. Dasselbe eben auch mit Horizont, mit Trendlinien, auch eine schöne Funktion. Ja, ich kann hier also sagen, wenn diese Trendlinie hier gebrochen wird, dann, dann eben wieder dieselben Funktionen. Bitte geh flat, also alle Positionen. Alle Positionen glatt stellen, Reset, Long Hold oder eben die Long-Funktion, die Hold-Funktion deaktivieren. Also ich habe hier quasi nur noch verschiedene Cluster, Cluster-Boxen zur Verfügung, mit denen ich aber dann am Ende quasi dieselben Funktionalitäten ausführen kann, wie mit dem, was ich euch eben gezeigt habe, mit dem rechteckigen Cluster, mit der rechteckigen Cluster-Box. Kanal gibt es noch eine Frage, und zwar wird die Frage gestellt, kann ich auch sagen, unten long, oben short, also im Kanal, wenn wir unten angekommen sind im Kanal, einfach long gehen, wenn wir an der oberen Begrenzung angegangen sind, einfach short gehen. Das ist die Frage hier. Genau. Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Man kann halt zum Beispiel beide gleichzeitig aktivieren. Und müsste ich jetzt ein bisschen konfigurieren, dann muss man hier die Abstände einstellen oder im, ich weiß, was gemeint ist. Müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Also ich habe mir das halt so konfiguriert, dass ich eben beide gleichzeitig aktiviere und dann die Abstände verändern. Wir können auch dann im Stereo-Hedge-Mode, ihr habt hier noch verschiedene Modi zur Verfügung. Ich glaube, es ist der Stereo-Hedge-Mode, wo wir dann auch noch den Sideways-Button zur Verfügung haben. Ich traue mich jetzt einfach mal, das zu machen. Darf ich mich mal kurz einklinken? Natürlich, Dirk. Ja, Tag, hallo und herzlich willkommen erstmal hier. zum Schluss. Ich war ja die ganze Zeit still. Ich habe jetzt nur die Frage hier gerade mitbekommen. Frank, aber eigentlich geht das doch. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Du bist ja eigentlich in dem Thema besser drin als ich. Eigentlich geht es aber doch einfach, indem man es über Linien macht und dann halt eine Linie definiert an der unteren, unteren Kanalbegrenzung und eine andere an der oberen, und der eine Linie sagt Long und der andere Short und gleichzeitig noch
drüber die Clean Reset machen. Oder beziehungsweise halt Short Flat. Oder? Ja, genau. Stimmt ja auch. Ja. Genau, also einfach eine Linie hier reinlegen, dann an die Oberkante und das halt eben, genau, das dann halt eben als Long bitten hier, Cluster Trading einschalten, hier Long, dann noch eine andere Linie, hier unten dann, nee Quatsch, jetzt habe ich genau andersrum gemacht, weil ich total, aber ihr wisst, was ich meine, genau, umgekehrt natürlich und dann, ja, weil das halt jetzt schwarz natürlich genau umgekehrt, aber geht natürlich auch so, ja, logisch. Aber nichtsdestotrotz geht es auch mit dem Stereo Hedge Mode, wo wir dann einen Sideways-Button bekommen, ja. Also das geht auch. Das hat nochmal eine andere Geschichte, weil es dann halt direkt quasi im Markt Sideways, also in einer engen Range ist das eine super Funktion. Habe ich auch schon benutzt oder habe ich auch schon Experimente mitgemacht, wenn man eine enge Range hat, diese Sideways-Funktion aktivieren und dann handle einfach immer oben und unten, ja. Aber so ist es natürlich die elegantere Variante. Das stimmt natürlich auch, ja. So ist es. Ja, gut. Also weitere Fragen hier zu den Dingen, die du heute erzählt hast, sehe ich jetzt gerade nicht. Von der Seite her sage ich euch gleich mal danke für die Zeit heute wieder hier. War sehr, sehr interessant. Zuschauer haben auch gut mitgemacht und sind dabei geblieben. Bleibt noch meinerseits zwei Hinweise zu geben. Nummer eins, ihr beide seid nächste Woche nochmal da. Und zwar am, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 29. Genau. Da sehen wir uns hier auf oder um die gleiche Zeit einfach auch nochmal hier in der Sendung. Und dann der Hinweis noch von meiner Seite, morgen früh natürlich wieder 8.30 Uhr hier live, der Blick in die Märkte mit dem Stereo Trader. Von der Seite her ist das mein Endwort, aber das Wort gehört, wie sich das gehört, natürlich den beiden hier, die das Webinar heute auf der Schippe hatten. Das heißt, ich gebe euch einfach mal das letzte Wort. Frank und Dirk. Ja gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich vielleicht einige von der Schönheit des strategischen Tradings ein bisschen begeistern konnte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und es hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen weitergebracht und ja, dann sehen wir uns nächste Woche nochmal und da zeige ich euch noch ein bisschen, was man mit Filtern machen kann und vielleicht der Dirk auch noch ein bisschen was. Und da machen wir noch ein bisschen mehr im Chart selbst. Und ansonsten wäre ich dann quasi für heute fertig auch. Und ja, gebe noch kurz an den Dirk. Und von meiner Seite war es das dann auch. Ich glaube, der Dirk hat gerade geschrieben, er ist ja, nur still. Willst du trotzdem noch was sagen, Dirk? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt, wo ich schon aufgefordert bin, wäre es ja auch unhöflich, nichts zu sagen. Nein, also ich habe ja auch ganz bewusst dem Frank hier das Wort überlassen, weil er hängt oder ist im Thema einfach viel tiefer drin, also zumindest mal was die Praxis jetzt angeht, als ich es bin. Und von daher kann ich da eigentlich gar nichts hinzufügen. Staune selber immer wieder, was der Frank da rausholt und würde mich natürlich genauso freuen, wenn halt, wenn der eine oder andere vielleicht auch so ein bisschen seine eigenen Ansätze überdenkt, weil es ist, ich sage es immer wieder, es ist der Punkt immer, wenn ich das auch einsetze, frage ich mich jedes Mal, warum tue ich mir den Stress an und handle überhaupt noch normal? Weil es hat echt so viel, ja, das den Handel halt tatsächlich erleichtern kann. Ne? Und wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, bleibt bei dem Frank da dran, der macht das super und hat da enorm viele Erfahrungswerte und ja, freue mich natürlich auch dann auf nächste Woche, wenn er hier nochmal sein Wissen und seine Erfahrungen zum Besten geben wird. Genau, super, damit. Das war eigentlich alles. Sehr schön. Vielen lieben Dank, ihr beiden und bis nächste Woche, beziehungsweise alle, die morgen früh wieder 8.30 Uhr dabei sind, natürlich bis morgen früh zum Live-Blick in die Märkte. Danke und tschüss. Danke, tschüss.